Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ja, das wunderschöne Wildlands. Wir sind jetzt, wo sind wir denn jetzt angekommen? Hier sind wir jetzt. Aus irgendeinem Grund. Gut, dann würde ich sagen, schnappen wir uns nochmal diese Waffe. Das sind nochmal zwei Ausrufezeichen. Und dann gehen wir hier nochmal, hier sind Dateien. Ja, und ja, wir schnappen uns dann irgendeinen Hubschrauber und fliegen dann nach da, um die Aufklärungsdateien wieder zu haben. Das da will ich unbedingt haben. Ich weiß aber nicht, ob wir das benutzen. Vielleicht als Zweitwaffe. Weil da werden wir, also da können wir ziemlich sicher keinen Schalldämpfer drauf tun. Ja. Und wir sind ja so, wenn alles gut geht, so ein Sneaky Peaky Typ. Genau. Und deswegen müssen wir mal schauen. Okay. Steht einfach mal da. Wir lassen die Rebellen wissen, wo man den Nachschub findet. Sie können uns später danken. Ohne das Patrouille in unserer Richtung. Was war das denn? Unidad? Alles gut, alles sauber. Okay. Augen auf, es sind Gegner in der Nähe. Müssen wir uns jetzt echt da durchkämpfen? Warte, da ist vielleicht einer drin. Ein Scharfschütze. Ein Sniper. Sind nicht viele. Hier sind zwei. Und da sind nochmal zwei. Ja, da spazieren wir doch durch. Easy. Warte. Ja, wo bist du denn, hä? Wo bist du denn? Ja, fein, wo bist du denn? Den sehe ich auch nicht. Oh. Jetzt sehe ich ihn. Aber ich weiß nicht, ob er der von den anderen gesehen. Warte. Geh in Position. Such eine bessere Schusslinie. Sekunde, geh in Position. Ziel markiert. Okay, Ziel markiert. Bereit für den Angriff. Sehr schön. Der Tango ist hin. So mag ich das, Jungs. Ja, keine Sorge. Keine Sorge. Schade, dass hier kein Helikopter ist. Na. Wieso sieht man eigentlich nicht meine Fußstapfen? Ha. Na, okay, das Spiel ist schon ein bisschen älter. Aber, ganz ehrlich, dafür sieht es noch ganz gut aus. Was, also, von wegen älter. Also, das Spiel ist ja älter. Aber, ja. Es gibt sehr alte Spiele, die sind immer noch krass gut. So wie Crysis 2 und 3. Die sind ja auch relativ alt. Und, ja. Die sind ja immer. Okay. Die sind ja immer noch so. Ja. Auf dem mehr oder weniger höchsten Level, was die heutige Grafik angeht. Ich könnte auch mal wirklich Crysis 2 und 3 spielen. Also 1er habe ich nicht. Aber den 2 und 3er habe ich. Ja, könnte ich mal spielen, ne? Wenn euch das interessiert. Genau. Also wenn wir schon mal bei diesem Thema sind. Waffenkiste entdeckt. Geh mal da weg. Was machst du hier? Sehe einen Rebellensender. Schalten wir ihn ein. Das lockt viele Santa Blancas an. Ist wie eine Essensglocke für die Arschlöcher. Ja, sollen wir das mal machen? Ja, warum nicht? So, die Frage ist ja. In der Nähe treiben sich Gegner rum.
schieße auf die Ärsche. Das ist doch mal gut. Er ist erledigt. 2 Minuten muss ich hier aushalten. Alles sauber hier. Oh, Helikopter, echt jetzt? Junge, das wird ja auch immer. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Feuer frei. Aua. Ha! Das war gut. Alle in Ordnung? Heli im Arsch, das war schön. Deckung, such Deckung! Beim Reifenstapel, Achtung! Alter Scheiße. Die sollte mal schneller, Der Sender nimmt zu viel Schaden. Der Sender kriegt ziemlich was ab, Leute. Granate. Granate, volle Deckung. Sender. Bereit machen, Feuer. Hab verstanden. Der Sender kriegt eine Menge Schaden. Wo, da. Fuck, wir dürfen uns nicht immer das Signal... Au. Ah, ja, die haben es jetzt geschafft. Wir... Ah, das war blöd, dass die zu mir gekommen sind. Also, es waren nur noch ein paar Sekunden, das war echt blöd. Aber die braucht viel zu lange, um die Waffen zu ändern. Also wechseln. Das sind nur eine Handvoll Gegner. So, wo gehen wir? Ah, ja, wir müssen eh nochmal zurück. Na, schade. Alles okay. Die sind alarmiert, sie haben nichts gemerkt. Die gehen in die falsche Richtung. Lidat, Vogel, aufpassen. Sie beruhigen sich. Die denken, wir sind weg. In welcher Welt lebst du denn? Greife Tangos an. Scharfschütze zielt auf uns. Ah, da drüben. Duell angenommen. So, ja, an sich hat er gewonnen, ja. Naja, gut. Ja, ihr könnt nicht einfach wegfahren.
So. Ja, stimmt. Wir, aha, mein Kopf. Wir müssen eh nochmal. Noch, ey, schrei nicht so. So. Wie ich von sagen wollte, gibt's. Genau, vorhin haben wir ja über. Shit, wir haben Gesellschaft. Echt jetzt? Wir haben ja vorhin über neue Spiele gesprochen, also Crysis. Und. Ziel markiert. Behaltet sein Umfeld im Auge. Und genau, in dieses Jahr habe ich ja einige Überraschungen, beziehungsweise keine Überraschungen, sondern. Ich sehe ein zweites Ziel. Ja, neue Spiele, die ich spielen will. Oder auf jeden Fall Crysis. Die sind genau wie das Kartell. Nicht Crysis, sondern Cyberpunk 2077. Eigentlich wollte ich das zum. Meine Seite ist sauber. Zum Streamen machen, also da, wenn ich das erste Mal streame, das wird dann im April sein. Aber ja, das wurde ja verschoben. Aber genau, also ich werde dieses Jahr anfangen zu streamen. Und was auch cool sein wird, ich werde dann auch mit der Sarah weiter. Multiplayer-Spiele spielen, also so zum Beispiel Sniper Elite wollen wir zusammen spielen und wahrscheinlich Far Cry 5 und vielleicht auch hier das Wildlands und genau, wer Sarah nicht kennt, mit der habe ich zusammen Tomb Raider gespielt, beziehungsweise sie saß dabei, während ich es gespielt habe. Und genau, da werde ich auch ein paar Sachen mit den Jake noch spielen. Und genau. Ja, das war nur sowas. Sehen wir nach, ob es noch da ist. Gut, dann werden wir mal weitergehen Richtung. Ja, Ablenkung. Ja. Da brauchen wir halt wirklich einen Helikopter. Ich schau mal, ob hier ein Helikopter drin ist und wenn ja, dann werden wir die Mission machen. Wenn nicht, dann nicht, ne? So, mal was trinken. Hm. Ihr könnt mir auch sehr gerne Wünsche da lassen, was für Spiele ich spielen soll. Jetzt wurde sich auch schon gewünscht, dass ich habe ich ja schon mal gesagt, dass ich Fortnite zocke. Das habe ich aber seit der. Aufpassen, das ist dein Geschütz. Ja, das habe ich ja gerade gemacht. Dass ich. Also Fortnite habe ich ewig nicht mehr gezockt. Und das habe ich wirklich. Ja, am Anfang. Schlechtes Signal, die stören die Drohne. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Ach so, das ist. Ja, klar. Natürlich, hier waren wir ja schon. Hier war aber kein Helikopter. Genau, Ding. Fortnite habe ich ja ewig nicht mehr gezockt. Das habe ich am Anfang ein bisschen angezockt, als es bei der Beta war, also Open Beta. Hey, Kartellschütze, und dort, am Checkpoint. Ja. Bei der Open Beta habe ich das gezockt und dann noch mit ein paar Freunden eine Zeit lang, mit einem Jake auch. Und ja. Und irgendwann habe ich es dann gelassen, weil, ja. Okay, alles sauber. Aber ja, das können wir ja nochmal im Stream ein bisschen zocken, wenn ihr Bock drauf habt. Und genau. Fortnite bietet sich halt nicht so fürs Let's Play an. Genauso wie ja, League of Legends zum Beispiel. Da kommen selten. Wer macht denn das immer?
Da kommen selten richtig gute Spiele zusammen. Also gute Spiele kommen häufig zusammen, aber wirklich Highlights zum Beispiel, das kommt halt sehr selten. Und da muss man sehr lange spielen, um eben ein Video zu machen. Das habe ich früher, also ich habe mit Tomb Raider angefangen, dann habe ich eine sehr lange Pause gemacht. Und dann habe ich eben mit League of Legends Videos weitergespielt, halt Ranked. Und ja, das war sehr anstrengend. Weil damals war ich noch Gold 4, glaube ich. Und ja, das ist einfach anstrengend, wenn man irgendwie geflamed wird und was weiß ich. Und League of Legends hat natürlich leider immer noch die schlimmste Community, die es gibt. Also da ist es scheißegal, ob man einen schlechten Tag hat oder einen guten Tag. Wenn man irgendwas falsch macht, dann ja, wird man gleich geflamed und reported und bla bla bla. Naja, gut. Da ist es wirklich eher die Seltenheit, dass man gute Gegner bzw. Gute Teammates bekommt, die wirklich Spaß haben am Spiel einfach nur. Und naja, genau. Und das habe ich dann, weil also ich spiele sehr gerne League of Legends, also immer noch. Bin jetzt wieder bei Gold 2, glaube ich, angekommen. Muss ich ja mal nochmal schauen. Ja. Und ich habe dann mit Teamfight Tactics angefangen zu Let's Plays draus zu machen, weil das hat mir übel Spaß gemacht und da war echt die Community noch richtig cool. Aber ja, es war halt die Beta. Und ja, bei der Beta kommen natürlich Da ist noch ein nicht Tango. alle. Und oh, das war der falsche. Da kommen natürlich nicht alle Weiteres Ziel. Leute dazu, das zu zocken. Hab noch einen, macht fünf. Naja. Und dementsprechend war es halt dann so, dass Ich gehe in Position. Gute Position. Das, als es dann Ziel erfasst. Aus der Beta rausgekommen ist, habe ich halt. Ah, Mann. Ein Drecksack weniger. Ah, wieso musst du dich bücken, ne? Da, 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 da. Mist, aufgeflogen. Ja. Eröffne Feuer. So. Gut. Genau, und Die Papiere werden sauber sein. Die Behörden sind in Svenjos Hand, in meiner Hand. Spinnst du? Ich soll Santa Blanca deutsche Gewehre in die Hände spielen? Nein, Kleine. Du spielst sie mir in die Hände. Das bringt mir Punkte bei Svenjo. Und dann? Verfolgen wir die Seriennummern? Warum soll ich Waffen verschieben wie das ATF? Dem Kartell Gewehre zu geben, bringt mir nichts. Wir geben sie nicht dem Kartell. Ich liefere sie an ein Lager, das die Rebellen kennen. Schwach bewacht und leicht anzugreifen. Dann bezahlt Santa Blanca die Waffen der Rebellen. Mit dem Plan kann ich mich anfreunden. Im Lagerhaus einer Strohfirma in Griechenland liegen 100 Gewehre. Ich schicke sie nach Al-Alto. Aber wie du sie nach Süden schaffst, ist dein Problem. Okay. Waffenschiebung, yay.
der Gebaus. Fertigkeitspunkt. Wo ist denn jetzt ein Helikopter? So. Ja, gejagt. Nee. Wir müssen nach da. So, genau. Und als das Teamfight Tactics aus der Beta rausgekommen sind oder ist. Alter, was ist denn los? Genau, wurde. Alles sauber hier. Ja, wow. Genau, wurde sofort angefangen zu flamen. Das war echt lustig mit anzuschauen. Und genau. die ersten Monate danach war auch, also habe ich immer noch Displays gemacht. Und genau, und dann war es halt immer öfter so, dass geflamed wurde. Und die Leute, die normalen Leute haben dann eben ständig gesagt, so, hä, es ist Teamfight Tactics, wieso flamest du hier oder wieso bist du hier so salty? Hier laufen Gegner rum. Und ja, ist mir egal. Sicario mit einer Minigun. Minigun. Genau. Und irgendwann, also bei mir war es bei den bei den YouTuber-Videos war es immer noch total easy. Und war auch überhaupt kein Problem. Ich wollte den einfach mal mitnehmen. Und auch gute Kommentare drunter, bla bla. Bis dann irgendwann kam die Flame auch zu mir. Und ja, da hatte ich einfach dann keinen Bock mehr. Weil das, wenn man so wenig Zuschauer hat, dann kommen so Daumen runter Sachen viel schlimmer, als wenn man viele Views hat. Weil dann hat das Video irgendwie einen Daumen nach oben und irgendwie zwei nach unten oder drei nach unten. Und das wird dann auch gleich das spielt dann den Algorithmus für den Kanal auch total runter. Deswegen habe ich da jetzt aufgehört, weil ich spiele es ja immer noch nebenbei. Bin jetzt Diamant, also naja. Deswegen der Aufwand ist mir zu viel Aufwand. Und das ist ja auch so, dass. Hier sind Tangos, ziemlich nah. Ja, besser als Tangos. Ha. Vielleicht. Ich sehe einen Narko, direkt beim Mörser. Ich sehe noch einen Tango. Cool, da muss ich jetzt außen rum. Genau. Und deswegen bei Fortnite ist es ja auch so, es ist super spannend, wenn man irgendwie unter die Top 10 kommt. Dabei bin ich, also so ungefähr jedes zweite Game von früher war unter den Top 10. Aber trotzdem, es kann halt die ganze Zeit übelst langweilig sein. Und ja, das kann man nicht hochladen, weil, wie gesagt, ist halt übelst langweilig. Kann ich hier irgendwo raus oder wie ist das? So. Genau. Genau, und deswegen bieten sich halt solche Spiele dann wirklich für den Stream an. Und da kann man auch sehr gut auf die. Also ich bin super gespannt, wie das sein wird. Also ich freue mich schon mega drauf. Bin mal gespannt, ja, wie das ist, einfach mit euch dann zu quatschen und so weiter.
Da freue ich mich schon mega drauf. Also ich mache im März mache ich ein oder zwei Probestreams für meine Freunde. Vielleicht mache ich das auch offiziell und sage einfach das Datum, wann der erste oder wann ich das erste Mal online gehe. Ja, mal schauen. Aber das ist ja eben ein Probestream, damit ich ausprobieren kann, ob die ganzen Szenen funktionieren und so weiter. Und ja, genau. Und dann eben die neuen Spiele, die dann kommen werden. Bei Rome Total War 2 werde ich auch weiterspielen natürlich. Also Makedonien ist, glaube ich, jetzt schon vorbei. Nee, noch nicht. Das wird dann den nächsten Monat passieren. Puh. Setze Drohne ein. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Noch ein dritter. Feind markiert. Das macht 5. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Alter. Ziel gesichtet. Überhaupt nicht übertrieben. Da ist noch einer. Macht 10. Ein Scharfschütze. Markiere einen Hauptmann. Okay. Da irgendwo Tango da. Markiert. Er steht sehr nah bei Zivilisten. So, also Scharfschütze zuerst ausschalten. 260 Meter ist der entfernt. 260 war kein Problem für den. 260 war kein Problem. Geh in Position. Ich brauche eine bessere Position. Alles klar, geh in Position. Ziel erfasst. Ich habe das Ziel. Bereit, Ziel verloren. Auf deinen Befehl. Das Ziel ist weg. Okay, dann warte ich noch ein bisschen. Das wird lustig. Also ich könnte... Also ein paar kann ich schon wegmachen, bevor es die anderen sehen. Aber nur ein paar. Ich gehe in Position. Suche eine gute Position. Ziel markiert. Kein Ziel. Wiederhole. Kein okay, Ziel. Das, ich zähle Roger, 15. Ziel erfasst. Kann das Ziel nicht mehr sehen. Ich warte mal, bis er stehen bleibt. Aber er bleibt nicht stehen. Und wir wissen alle, dass ich ultra schlecht bin mit bewegten, sich bewegenden Zielen. Ultra schlecht. So. Die Frage ist natürlich, wen wir zuerst. Geh in Position. Lass mich in Position gehen. Moment, Ziel erfasst. Guter Schuss in Bereit. Ziel verloren. Ich sehe das Ziel. Roger, Ziel markiert. Mein Ziel ist weg. Die sind anscheinend auch sehr schlecht daran. Ja, jetzt tauschen die. Warte mal. Ich werde mal kurz schauen, wie die zueinander stehen. Also ob die beide... Also der ist drinnen. Also die sind beide drin, ja, okay. Das ist natürlich dann Kacke. Ich gehe in Position. Ich habe das Ziel. Decke alles hin. Na, ich hätte daneben geschossen.
Geh in Position. Geh in Position. Suche bessere Schusslinie. Hab das Ziel. Ziel erfasst. Bin bereit. Schön. Okay, aufatmen. Gut. Und das da werden wir uns... Ja, wobei, das machen wir jetzt auch noch, weil wir dieses Mal so wenig geschafft haben. Wir sind ja die ganze Zeit eigentlich nur gelatscht. Und, genau. Da ist die Frage, wie machen wir das? Also, wenn hier vorne eine Gruppe steht... Die kann ich selbst machen. Also ich könnte die 1, 2, 3, 4, 5, 6 machen. Ah, da, ja. Ich gehe in Position. Suche eine bessere Schusslinie. Sekunde, geh in Position. Ziel markiert. Ich sehe das Ziel. Auf dein Zeichen, Boss. Entsichert. Erledigt. Los, Feuer! Hurra! Ja, war doch nicht so ganz so gut. Ich weiß ja, wie viel habe ich jetzt gekriegt? Na, nicht ganz alle. Seht mal da, Waffenkiste. Naja. Gut, dann werde ich mal schon schauen. Ne, da gibt's nichts Neues. Da gibt's neue Teile. Schiene. Präzision, das ist doch schön. Da gibt's aber keine neue Sachen, okay. Gut, dann hier das da erstmal. Dann den Unidad Heli, unten bleiben. Ja. Dann das da hier. Die erste Ausbildungsrunde schlossen 48 von 200 Sicarios erfolgreich ab. Neben einfachem physischem und mentalem Training erhielten sie eine Schusswaffen-, Nahkampf-, Erste-Hilfe- und Infanterieausbildung. Seit ihrem Abschluss haben die Sicarios insgesamt 401 Tötungen durchgeführt. Darunter 47 Polizisten, 30 Soldaten und 11 hochrangige Ziele wie Richter, Geschäftsleute und Politiker. 8 Sicarios wurden getötet und 12 verletzt. Zwei der Toten wurden von ihren Kameraden getötet, um ihre Gefangennahme zu verhindern, wie sie es gelernt haben. Außerdem haben die Sicarios jeden zugeteilten Einsatz erfüllt, unabhängig vom Ziel. 8 Polizeioffiziere wurden nahe La Paz erschossen. Der Sohn eines Zuhälters entführt und in Sucre getötet. Kein Zögern, keine Gnade. Die Ausbildung läuft wie geplant. Ende des Berichts. Na dann. Mal schauen, wie sie abschneiden, wenn sie gegen Ghosts antreten. Oh, ich will nicht Flugzeug fliegen. Ziemlich viele Lichter und Schalter hier drin. Bereit, dreh auf! Okay. So.
Dann wollen wir. Ach so. ich muss ja Schluss machen. Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Macht's gut, bye bye. Wie mache ich jetzt hier Schluss? Ich mach mal Pause.